Heute unterwegs am Velodrom. Ich will heute so ein bisschen mixet fotografieren, schwarz-weiß, Farbe. Mal gucken, wie es hier am besten passt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt gerne dran. Und damit willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin der Norman und damit du hier Fotowalks, Technik und auch Tutorials nicht mehr verpasst, abonniere gerne den Kanal. Dafür schon mal danke. Ja, heute hier in Mitte unterwegs. Mal gucken, da ist der Fernsehturm im Hintergrund. Ich habe hier schon zwei, drei gute Sachen entdeckt, die man hier perfekt fotografieren kann. Ob sie in Farbe oder Schwarz-Weiß besser rüberkommen, das entscheiden wir denn natürlich live. Jetzt heißt es aber erstmal viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir ziehen einfach los. S-Bahnen haben auch immer irgendwas Cooles an sich zum Fotografieren, finde ich. Aber am geilsten sind sie natürlich von vorne. Und da vorne seht ihr die Brücke. Da werden wir jetzt mal hingehen, dass ich denn die Bahn beim Einfahren mal von vorne fotografieren kann. Und ihr seht auch an der Brücke, fährt gerade eine Tram rüber. Also super, bessere Perspektiven kann man hier, glaube ich, heute gar nicht bekommen. Also würde ich sagen, wir gehen da erstmal vor zur Brücke. Jetzt heißt es warten auf die nächste S-Bahn. Ja, fotografieren braucht Geduld. Ich habe hier heute mein Zoom-Objektiv drauf, das 55-200 EFM. Und ich warte jetzt gespannt auf die nächste S-Bahn hier. Kann sich nur um Stunden handeln, weil heute ist Sonntag. Da kommt die Jute angefahren. Ich habe meine Kamera auf Autofokus und habe die Blendeneinwahl, also dass die Blende selber entscheidet und ich nur für die Zeit zuständig bin. Da es ein fahrendes Objekt ist, muss man natürlich eine schnelle Belichtungszeit nehmen und die möchte ich gerne selber auswählen und habe deswegen die Blendenautomatik eingestellt. Ist natürlich schade, dass man die hier nur von der Seite fotografieren kann, die Tram, weil hier gibt es irgendwie nicht so die Möglichkeit, dass man auch wirklich drinnen steht. Im Gleisbett will man ja nicht drinnen stehen. Das wäre ja fatal und auch viel zu gefährlich. Also wenn wir hier irgendwie ein seitliches Bild hinkriegen, ich finde hier auch keine Brücke, wo ich da mal raufgehen könnte. Aber das ist Wurst, vielleicht gibt es da auch ein gutes Seitenbild. Die Treppen hier am Velodrom und an der Schwimmhalle dazu, die sind echt cool. Wie ihr seht, die fangen hier mit 4-5 Stufen an und dort hinten enden sie dann in 20 Stufen. Also richtig cool. Vielleicht kriegt man da ja mal einen guten Spot hin. Ich habe da so eine Idee im Kopf und werde das mal versuchen umzusetzen. Und dann werden wir uns das Bild einfach mal anschauen. Typisch Berlin, alles natürlich auch dreckig an den Treppen, aber ich glaube, es ist eine ganz coole Perspektive. Ja, ich gehe jetzt mal in die Richtung, würde ganz gerne mal die Schwimmhalle fotografieren und auch das Velodrom. Das ist zwar rund, mal gucken, ob man da überhaupt was hinbekommt. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt einfach mal weiter. Und ich habe da noch zwei, drei Perspektiven, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Auf geht's! Steine sind immer gut, große Steine sind noch besser. Hier habe ich noch einen Spot gefunden, da habe ich auch eine kleine Idee. Das ist ein sehr guter Verlauf, den werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Seid also gespannt. Drei Steine, eine Perspektive, der Knaller, oder? Ja, ich mache es wieder schwarz-weiß, einmal in Farbe. Am Ende des Videos könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Bilder euch besser gefallen haben, ob schwarz-weiß oder Farbe. Vielleicht haben sie auch euch beide gefallen, kann natürlich auch sein. Ich finde ja beides immer spannend, obwohl schwarz-weiß ist zurzeit mehr so mein Favorite. Ich fotografiere jetzt gleich noch den Fernsehturm und dann gehe ich nochmal zum Velodrom. Also würde ich sagen, einfach weiterlaufen. Wer mich auf Instagram stalkt, der hat dieses Motiv schon gesehen jetzt. Da veröffentliche ich so etwas früher. Da veröffentliche ich auch andere Bilder, die ich hier nicht im Video zeige. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen bei Fotonopse
Instagram, genau wie der Kanal hier heißt, einfach Fotonopse und dann werdet ihr mich schon finden. Abonnieren könnt ihr mich da natürlich auch gerne und würde mich natürlich sehr freuen. Hier also das Velodrom, wie ich schon vermutet habe, ist natürlich rund. Ja, kann eine gute Perspektive sein, wenn man das richtige Objektiv bei hat. Ich habe ja nur mein dickes Zoom-Objektiv bei, von daher, ja, so wäre vielleicht noch eine Alternative zu fotografieren. Ich werde mal InScreen-Fotos probieren, aber ich denke mal, dass man hier vom Velodrom und auch von der Schwimmhalle, von dem ganzen Ding hier Luftaufnahmen machen sollte, um das richtig in Szene zu setzen. Also das kommt hier mit dem Fotoapparat von unten natürlich gar nicht so rüber, bin ich der Meinung. Und von daher, ja, nächstes Mal nehme ich die Drohne mit und werde hier mal noch einen schönen Drohnenflug machen beziehungsweise ein paar schöne Luftaufnahmen anstatt mit meiner Canon. Ihr wollt keine Fotowalks, Tutorials oder auch Techniktipps mehr verpassen, dann abonniert jetzt gerne den Kanal. Dafür schon mal danke. Ich sage tschüss vom Velodrom. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Freunde. Tschüss, sagt euer Norman. We'll be right back.